Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Digimon Cyber Sleuth. Ich bin das MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier... Ah, ein Fluchtverhalten, dankeschön. Beim letzten Mal haben wir ein wenig Spaß gehabt in dem wunderschönen Server von Avalon. Und dort haben wir uns gegen die Hack-Programme gewehrt. Und nun sind wir wieder einen Schritt näher hier gekommen, die Wahrheit der Hacker hier auf den Grund zu gehen. Jetzt sind wir aber erstmal beschäftigt mit Nebenquests und wir haben eigentlich, Leute, wir haben mehr Nebenquests aktuell offen, ne? Als wir bis jetzt das ganze Spiel hatten. Schau ich das mal an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und bis jetzt hatten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 14, okay. Also, aber Leute, jetzt haben wir 8, okay. Die grünen sind alle optional und die gelben... Das weiß ich gar nicht, was das heißt. Hier steht es doch. Hier, normal, legendäres Digimon. Wichtig sind die roten. Wir machen erstmal die unwichtigen. So. Was haben wir denn? Psychus Black Silver. Genau, das sind wieder dann die gefährlichen Hacker. So. Gut. Das wird ein Gruppenkampf. Ich hätte gerne ein paar Freunde dabei. Ein paar Freund dabei. Zwei Leute, aber wen? Als erstes bin ich fragen. Auch darf man sich das ausruhen? Oh, das ist ja geil. Ich hätte gerne Erika. You. Nimm mal you. Weil du wurdest überpowered, man. Nimm mal you. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt mitmachen kann. Du fragst mich? Danke, natürlich, helfe ich dir. Ich wusste gar nicht, dass er ein Hacker ist. Geil. Und als nächstes ist Ryoji natürlich, man. Zitrus ist mir wurscht, man. Du brauchst Hilfe auf jeden Fall. Klar, geh mir. Alter, seit wann ist you ein Hacker? Hä? Hab ich da was verpasst? Egal, machen wir. Okay, wir sind direkt an. So, 40 Punkte in 30 Zügen. Okay, darf ich anfangen? Unser Körper sind zwar zerbrechlich, aber unser Herz ist beinhart. Wer ist Black Saber, du Rotzlöffel? Dir zeige ich, was eine Niederlage ist. Ich dachte, ich kann meine Digimons immer davor nochmal anpassen. Das wäre schon fair gewesen, aber nun gut. So, Alter, Ed. Okay, ja, Arenamon und Kyubimon. Kyubimon könnte schwer werden. Was ist denn dein Digimon? Und du steht genau für Maxi. Es ist so geil, Mann. Nö, nicht warten. Immer voran, Mann. Was hat denn hat Yu überhaupt Digimon? Ach, jetzt habe ich gar nicht geschaut, Mann. Alter Falter, Mann. Wieso muss Maxi so wieder so schlecht stehen, Mann? Es ist doch so doof, dass man sie nicht aussuchen kann, wo man anfängt. Scheiß drauf. Ich muss mich nur hinstellen und abwarten, Mann. 40, Mann. 40 Punkte. Alter, das ist Kyubimon, du wirst so madig, Mann. Oh, ich hab doch nur dich. So madig, Mann. Ja, okay, sind schwach, aber trotzdem ist es madig. So, was haben wir denn raus? Das ist eigentlich wurscht. Ich bin unter die Blase. Bringt mir nichts, Mann. Mit Metal Greymon haben wir einfach normal drauf kommen. Oh, 108, Mann. Und mit Renamon kann ich jetzt Damage machen. Diamond Dust! Habe ich schon mal gesagt, dass Renamon eins der badass, most badass Digimons ist, die es in Digimon gibt? Schon, oder? Ja gut, also ich werde jetzt keine Probleme haben, dass ich meine Punkte halte. Aber es wird trotzdem verdammt doof. So, 27. Na, ja, jetzt besetzt er die 5 Punkte da, oder? Immer noch nicht? Ja gut, dann schnappe ich die mir hier mal. Also Leute, diese Arena-Kämpfe, auch wenn sie nicht ganz so cool gemacht sind, wie sie hätten sein können, ich finde, die taugen schon sehr. So. Oh. Oh ja, ich habe ja schon wieder keinen Kampf vor mir. Kämpfen? Ach ja, stimmt, wir sind in einem Kampf. Habe ich ganz vergessen. Boom. Kleines Drecksdigimon. Hau mal raus, oder? Ja gut, was ich sagen wollte eigentlich, Renamon. Können wir mal kurz erzählen, ist ja Digimon aus der dritten Staffel und da eins der Haupt-Digimon. Ich weiß nicht mal, wie ihre Tamerin hieß, das war ja Digimon Tamers, das war ja dann also ein bisschen anders, ein bisschen cooler, ein bisschen groovy in der dritten Digimon-Staffel. Ach, kommt's halt her, Mann, wenn's... Wie der sich anhört, Mann. Ah, danke schön. Schön gemacht, Metal Greymon. So unnütz setzt ihr eure Skills an, das ist echt nicht mehr lustig, Mann. Also wie hart unnütziert sie ihre Skills einsetzen, aber mir ist ja recht. So. Ne, ich mache einen schweren Schlag. So, und Renamon war ja auch das Digimon dann von einer von dem Mädchen, was eben dabei war. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber ist ja auch wurscht. Und
War da damals halt auch schon so cool, wieder auch zu Cubimon, was ja auch so wirklich ein schönes Digimon ist. Also muss man ja auch mal wirklich so sagen. Jetzt bin ich gespannt, jetzt weiß ich immer noch nicht, was für Digimon es hat. Ja, dann noch ein Gagumon. Alter, Wizardmon. Nicht schlecht. Und zwei Virus-Digimons. Ach, sehr schön, Mann. Gasimon. Okay, übrigens, damit ist schon mal ganz sicher klar, Yu ist böse. Leute, wer einen Gasimon hat, der muss böse sein. Der muss einfach böse sein. So, oh, ist er wieder da hinten gespawnt. So, jetzt muss ich nur noch das Level 10er Feld mir da hinten holen, dann haben wir eh schon gewonnen. Oh, leg dich doch nicht mit Yuri an, du Penner. Naja, aber wie gesagt, Lenamon ist halt auch eigentlich ein cooles Digimon. Vom Design ist er einfach verdammt cool und auch seine Entwicklung, Mann. Erst hast du diesen schönen artistischen Fuchs und als letztes hast du dann als Mega-Level dann, ich weiß nicht mal, wie er heißt, aber zumindest diesen, ja, Lotus-Krieger, sag ich jetzt mal. Auch diesen asiatisch angehauchten Krieger, das sieht so verdammt cool aus, immer. Oh, man macht schon. Passt schon. Alter, Cyberdomon vernichtet eh einfach alles, Mann. Aber ich, wisst ihr, was ich noch geil finde? Alter! Alter, Cyberdomon, Mann! Wenn auch die Partner, die man hat, dass man deren Digimons halt so nicht jetzt entwickeln könnte, weil das würde ja alles dann immer ein bisschen zu schnell machen. Aber dass man halt zumindest. Kann er jetzt mein Level 10er Feld holen? Ah, nee. Ah, er hat eh nur noch Redamon. Oh, das sieht schlecht aus, Mann. Alter, mein Judo Mensch ist für mich. Also, aber zumindest, dass man irgendwie seine Digimons halt ein bisschen, also von denen beeinflussen kann. Und also, wenn, dass man zum Beispiel die Wahl hat, in wen entwickelt der wen, das wäre eigentlich ganz nett gewesen. Aber vielleicht kommt es ja noch. So. Nicht schlecht, Juman. Und schon nochmal gewonnen. Ju, hol den Sieg für uns, Mann. Vernichtet, Mann. Sieg. 3.081 Erfahrungspunkte. So, Level 25 für Metal Greymon, Level 28 für Gatomon. Alter, Gatomon, geht ja richtig langsam bei dir mit dem Level. Monodromon einfach mal 7 Level. Ja, gar nicht schlecht für einen Jungspund. Freue mich auf unsere nächste Begegnung. Wenn ihr dann noch nicht in der Leichenhalle liegt. Oh, wer hat das gesagt? Interaktion mit Freunden. Bei bestimmten Fällen kannst du deine Lieblingsfiguren aus der Geschichte mitnehmen. Nachdem du eine Figur gemeinsam mehrere Abenteuer erlebt hast, wird manchmal ein Beliebtheitsereignis freigeschaltet. Hier, nimm das für deine Ding. Das war's. Dieser Gegner hatte keine Chance gegen uns. Aber es gibt immer noch stärkere Hacker-Teams. Wir dürfen nicht nachlässig werden. Was ist los? Machst du dir wegen irgendwo etwas Sorgen? Was immer es auch sein mag, heraus mit der Sprache. Die Fälle scheinen immer schwieriger zu werden. Ich mache mir große Sorgen um die Zukunft. Du weißt, was du tun musst. Wenn es hart auf hart kommt, musst du stark sein, okay? Wenn du einfach immer noch zweifelst, dann vertrau mir einfach. Selbst wenn du nicht an dich glaubst, ich tue es. Also vertrau mir einfach. Moriori! Oder stimmst du mir etwa nicht zu? Oh. Keine Sorge, solange du weitere Fälle annimmst, wirst du stärker werden. Konzentrier dich einfach auf die Arbeit. Hier, nimm. Mach das Meister daraus. Oh, das war aber jetzt sehr nett von mir. Das ist ein cooler Mann. Okay, ich gehe nach Hause. Ruf mich einfach, wenn du noch Hilfe brauchst. So, mit Ju muss ich nicht reden. Na, naja, okay. Ach, übrigens. Zeit für Rendezvous. Was? Ach, übrigens, war ein seltsamer Gast im K-Café. Ich habe ja nicht gelauscht, aber ich habe mitbekommen, was er gesagt hat. Du weißt schon. Du weißt, dass das K-Café eine Kellner namens Sachan arbeitet, oder? Ja, die kennen wir. Und ihren Superboss. Dieser Gast hat sie angegraben. Was meinst du, wie sie darauf reagiert hat? Sie hat gesagt, ich stehe nicht auf der Karte und hat ihn abreserviert. Ziemlich genial, was? Dann hat er mich für eine Frau gehalten und angefangen, mich anzubaggern. Es war nicht leicht, ihn loszuwerden. Mach dir nichts draus. Immer sagen die Leute, dass ich wie ein Mädchen aussehe. Ich bin daran gewöhnt. Nicht, dass es mir gefallen würde. Danke, Maxi. Letzten Endes hat Sachan ihm gesagt, er solle verschwinden und er ist gegangen. Ich sollte mir wohl ein Beispiel an ihr nehmen. Ich weiß nicht, warum ich dir das erzählt habe. Tut mir leid, hier nimm das. Es ist keine Entschuldigung. Ich habe mehr, als ich brauche. Machine Spray? What? Ich werde nach Hause gehen, tschüss. Ja, geil, Mann. Okay, bei ihm haben wir scheinbar eine bessere Antwort angegeben. Ich hätte natürlich sehr gerne Erika mitgenommen. Aber es wurde mir nicht gegönnt. So, jetzt kommen die Antworten. Danke. Oh, danke schön. Nett von diesem Ding und so. Jetzt bin ich gespannt hier, die Nachrichten. So. Genau. Wie der Protagonist habe ich gestern gelesen. Ich leih es dir. Genau. Ha. Das ist geschenkt. Nur zu Casanova. Ha, 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 ha.
Nein, gutes Essen ist halt gesund. Ist dein Frühstück. Oh, Leute, Mann, ich liebe Yuko so sehr, Mann. Sie ist aber so lustig, Mann. Dieses unscheinbare, nette Mädchen, was immer so macht. Und dann, wenn ihr Hunger kommt, dann kommen Gewalten auf die Menschheit zu, mit der man gar nicht rechnen kann. So. Erteilt Spreadrinks eine Lektion. Ja, Gruppe fieser Hacker. Die Digimon zum Cyberstream wieder durch. Machen wir erstmal das. Ah, ne, zählen wir sie durch Dominanzkämpfe. Ach komm, mach mal. Genau. Ich will Erika dabei. Sag ich mal, dass ich Erika nicht mitnehmen kann. Ryuji, Bro, Mann, komm her. Freile, wen sonst? Und dann nehme ich wieder Yu, Mann. Ich meine, Chitose ist auch ganz nett, Mann. Er ist ein bisschen überdreht, Mann. Aber ich meine, wir müssen ja Yu ein bisschen einbeziehen. So. Leg mal los, Mann. Ich hätte jetzt wieder mein Team ändern können, aber na, ist doch wurscht, Mann. Reda mal managt es. Gegnerisches Team auslöschen. Oh, das ist eine gute Bedingung. So, Dominanz-Siegesbedingungen zerstören. Oh, Agumon, Patamon und Demidebemon. Wenn die Siegesbedingung Zerstörung aktiv ist, muss sich ein Hacker aus dem Cyberspace abmelden und dann den Kampf nicht beitreten. Wenn eine Gruppe ausgelöscht wird, wenn du ein Gebiet eroberst und Punkte verdienst, wird dein Angriffswert erhöht und du hältst einen Kampf einen Vorteil. Okay. Oh, das ist nett, weil wenn es die Gegner dann in starke Felder holen können, trotzdem, dass sie schwache Digimon sind, können sie dann im Endeffekt einiges rausholen, oder? Patamon! Und wie viele Digimon hat Patamon? Ein Patamon. So. Also ich muss sagen, diese Dominanzkämpfe, also langsam taugen sie mir eigentlich. Ich finde die Idee halt einfach ganz nett. Also man hat bis jetzt noch nicht so viel draus gemacht, aber wer weiß, was da noch kommt. So. Weil seht, es kommt immer so ein bisschen, ja genau, der taktische Boost. Weil natürlich übernehmen sie jetzt auch erstmal die starken Felder. Und kriegen dadurch dann eben einen Angriffsboost. So, jetzt bin ich gespannt, was sie machen. Entweder, aber Demi-Devil kann nichts mehr machen, außer mich anzugreifen. Und das ist genau mein Vorteil. Pump durch, Junge! So, nicht auf Wissabund. Ah, da bringt dir dann Angriffsboost auch nichts. So, was habe ich denn? Nix Sinnvolles. Egal, machen wir Gewitterwolke. Bam! Ja, sieh mal. Blitzbetäuber! Und das war's. Melodienschlag! Die Attacke sieht ja geil aus, Mann. Okay. Das sind natürlich jetzt alles Einsteigerkämpfe, aber ich denke mal, wenn man dann wirklich neue Digimons dann freischaltet, dann wird das ehrlich gesagt ziemlich cool. So, mal ein Patamon platt. So, wieso greife ich? War nicht gut von mir, war nicht gut von mir. Obwohl, der Giga-Zerstörer macht natürlich hart Damage, Mann. Ja. Also, trotzdem, dass es 0,5 Schaden macht, aber es ist tatsächlich viel zu wenig. Ah, sehr gut. Weil jetzt haben wir noch das Level 10er Feld und... Das ist halt jetzt interessant. Was macht man? Entweder sie stürmen jetzt auf mein Level 10er Feld, um es zu erobern, oder er greift mich an. Genau, er geht jetzt auf Level 10er Feld. Das ist nämlich schlau. Und das ist das Geile an dem Ding. Weil ich verliere jetzt natürlich einen Angriffsboost. Und im Endeffekt kann er jetzt immer ein bisschen mit mir hier Verstecken spielen. So, ich würde mir jetzt erstmal Steamy Devimon schnappen, oder? Nö, oh, mir ist 10er Feld. Jetzt die Frage. Er stürmt nämlich jetzt auf 10. Na, geht auf mich los. Das ist natürlich sein Fehler. Aber weil das ist da ganz nett, weil man halt auch, besonders halt, wenn man immer einer dran ist und der nächste dran ist. Wir haben ja manchmal Kämpfe, wo einfach dreimal einer dran ist und dann dreimal der nächste. Oh nein, ich gebe Pfeile. Bitte nicht vergiftet. Und das ist dann ganz nett, weil hier kommt dann wirklich Taktik rein. Weil gehe ich eben auf das Level 10er Feld oder versuche ich eben die Gegner einfach zu schnappen. Das gefällt mir. Egal. Machen wir es irgendwann platt, Mann. 2, 3, 4, 5. Alter, Mann. Der Giga-Zerstörer wird reiner, Mann. Erstmal gibt es ein Blitzfote. Okay. Ja, aber Gatomon ist ja auch nicht so angriffsspezifisch, so dass er langt.
Oh. Ah, okay. Haha, 738, nicht schlecht, Rainamon. Na, das war's. Digimons laufen Armung, Mann. Kein Problem, Mann. 4000 Erfahrungspunkte. Für die drei Digimons erstmal, ganz ehrlich, der letzte Kampf war härter. Das muss ich jetzt schon mal so sagen, aber hübsch wären wir da jetzt nicht. So, dann können wir gleich wieder ins Digilab gehen. Das finde ich ja nett, Mann. So, gut. Dann erstmal ins Digilab gehen. Hey, auf unser Hackerportal. Digilab. Zack. Und zwar Gatomon. Haben wir sonst irgendwas, was ich entwickeln kann? Als Devimon ist Level 20. Ja, es dauert noch ein bisschen. Bis er wieder sinnvoll wird. So, und hier, was haben wir da? Nö, 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 nö. Okay. Dann haben wir Gatomon. Ultra Digitation zu. Angewomon. Baby, 31. So, was haben wir noch? Metal Greymon. Guck mal da, Alter, wir können. Obwohl, steig mal an Level 55. Ach so, ach, Level 55. Ich dachte Level 30. Da bin ich noch weiter weg. So, jetzt die Frage, wollen wir was Neues machen? Ich wollte ihn ja eigentlich zu Dings entwickeln. Ich kann ihn zurück aber zu Tunumon entwickeln. Also ich werde so oder so auf mein Digimon kommen. So, auf mein Gabumon. So, Cordomon. Okay, das sieht nicht so cool aus. Ja, werden wir wieder zurückentwickeln. Wingdamon. Haben wir ja schon. So, und dann machen wir aus ihm mein Tsunamon. Genau. Hat auf 23 Punkte schon. Das ist ziemlich geil. Weil wir werden den dann zu Gabumon machen und dann halt irgendwann, wenn möglich, zu Veregarurumon und so weiter. Alter, hier. Valkyromon. Oh, sieht badass aus, Mann. Alles haben wir jetzt. Jetzt haben wir hier schon die Mega-Digimons wieder. Magdaramon ist so badass. Das ist ein richtig badass Heiler-Digimon. Besonders mit der Brille hier. Ophanimon. Oh, ja, Jungsmon. Aber ich will das haben. Mastermon. Schaut, liest euch diesen Skill durch. Chaos-Verringerung. Ach, kann man gar nicht lesen. Okay. Chaos-Verringerung. Ja, doch, hier. Reduziert TP aller Gegner um 25%. Es ist so badass, der Skill, Mann. Und Mastermon sieht dann so krass aus. Aber schau dich mal an. Fähigkeit 80. Das heißt, es wird eh schon ultra schwer, das zu uns zu bekommen. Also, ich muss auch einiges mal hoch und runter und hoch und runter digitieren. Ich würde sie nicht zu Frigimon entwickeln, weil. Also ich sehe natürlich nicht welche. Es ist madig, dass ich nicht sehe, welche Anforderungen es hat. Ich könnte natürlich. Also. Magnadamon könnte ich eher machen, aber Leute, Mann. Ich will Mastermon, Mann. Ultra badass Ding, Mann. Ist mir zu wurscht. Soll ich sie Frigimon machen? Ach, ich mach's zu Gott. Das passt schon. So, ansonsten Raptormon kann sie noch entwickeln. Drenamon kann ich jetzt zu Black Gatomon entwickeln. Das ist sehr cool. Gatomon sieht immer noch nicht wie ein Champions Digimon aus, aber das ist ja wurscht. So. Und zack. Black Gatomon kann auch die Blitzpfote. Vergleich mal Gatomon. Warte mal. 330? 300. Angriff ist höher bei ihm. Okay. Ja, gleichen sie schon gut aus. Aber er hat halt viel mehr Skills, Mann. Deswegen ist Gardemon schon noch ein bisschen badass. Ein bisschen mehr badass. So, Gardemon tun wir jetzt erstmal raus. So. Oh nein. Hat. Na, du hast die Meister. Das ist das. Die kannst du behalten. So. Ansonsten. Können wir eh nichts machen. Als Devimon würde ich eigentlich gerne mitnehmen, damit ich ihn mal wieder weiterentwickeln kann. 900, ach komm. Goldnummermon könnte ich mitnehmen, aber es bringt mir halt gar nichts. Jetzt haben wir Digi-Umwandlung, Falcomon, Impomon haben wir. Wie heißt nochmal diese coole Entwicklung? Ich weiß nicht mal, wie Impomon. Impomon kann sich jetzt so einem super coolen Digimon entwickeln, was dann so auf dem Bike cruist, Mann. Was ja auch in Digimon Tamers dann drin war. An dem würde ich eigentlich auch gerne entwickeln. Aber frag mich nicht, wie wir das schaffen sollen. Wartet. So, Impmon. Aber scheinbar halt nicht direkt. Das ist schade. Ja, nimm ja Impmon mit. Komm.
Wurscht. Komm, entwickeln. So, Kameradschaft haben wir dann 0, 0. Hier, 27 ist schon mal gut. Weil sie muss ja dann zu Lady Devimon. Was schafft man Lady Devimon locker, oder? Oh, Nightmon. Ist auch nicht schlecht. Schwarzes wäre Garunamon. Bräuchte man eigentlich auch. Aber egal, wir machen sie zu Lady Devimon. Aber jetzt verlassen wir erstmal das Digilab. So, wen haben wir jetzt in der Party? Metal Greymon immer und Raptormon. Dann tun wir lieber Ex-Vimon rein. So. Haben wir erst 78% Freundschaft und Blackout. Und ist halt jetzt Level 1, was ein bisschen mordig ist. So. So, weil wir brauchen halt einfach ein, zwei Unterdigimons jetzt nochmal an der Party. Deswegen werde ich mir bald Eis-Devimon mal wieder in die Party und so. Wenn ein bisschen erfüllt. Mut.etp-Kapsel. Sehr gut. Okay. Dann haben wir als. Alteis Patrick seine Lektion. Komm, machen wir das. Ach, diese Dominanz-Battle. Voll entspannt, wenn die gegen alle so Rookie-Digimons haben. So. Beauty. Ich nehme aber jetzt mal Zitose mit. Als zweites, weil Zitose hatte noch keinen Dialog und vielleicht liegt. Soll ich ihn nochmal anrufen? Schade. Ich dachte, ich kann zwei Rudis haben. Nochmal diesmal Zitose. Vielleicht, weil mit dem hat man noch keine Unterhaltung. So. Dann zeigen wir uns da drauf, was mein Kleiner. Und danach werden wir jetzt die Battles erstmal lassen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich ja auch mal Erika unbedingt dabei haben will. Eine offene Gesinnung geschafft. Großartige Möglichkeiten. Und jetzt schauen wir, was wir können. Die sieht genauso aus wie die damals von den Sandmans. Aber nur gut. Zwillingsschwestern, oder? So, Alter. Die dürfen wir jetzt nicht unterschätzen. Oh, oh. Schau dich an. Also die in der Mitte, die hat ja schon Ultra-Digimon dabei. Alter, das wird nicht leicht, Mann. Sanglopobot, wo bist du, wenn ich dich brauche? Und ich sehe genau da in der Mitte. Das ist die Entwicklung von Birdramon. Ich hoffe so, dass es kein Datei-Digimon ist. Ansonsten könnte es echt ein madiger Fight werden. Okay. Alter. Mein armes Blackadomon. Willst du nicht mich heilen? Okay, zum Glück läufst du nicht an. Armes Blackadomon. Okay, das ist okay. Ja gut. Blackadomon, mein einziges Virus-Digimon, super. Bam. Jetzt noch schön. Machen wir Macht schon mal. Immer das Ex-Vimon. Auf einmal halbwegs akzeptablen Level. Aber wir müssen unbedingt Birdramon oder wie auch immer heißt man. Besiegen. Oh, aber zuerst mal ist ein Digimon down gegangen. Schade. So, die 10 Punkte müssen wir halten, das ist erstmal das Wichtigste. Danach schauen wir weiter. Darf ich mir eigentlich hier Items reinschmeißen? Natürlich nicht, oder? Das wird die Sache viel zu einfach machen. So, jo, jetzt ist die Frage, greife ich an? Ich kann gar nicht angreifen. Oder verlasse ich das Level 10er Feld? Ich geh jetzt mal dahin. Versperre den Weg. Kann sie an mir vorbei? Nee, oder? Sehr gut. Okay, Ex-Vimon und Metal Greymon sollten nicht so viel Probleme haben. Okay, ich nehme alles zurück. So, Meteorenflügel! Das trifft natürlich alle, aber mein Metal Greymon. Also ohne Metal Greymon, Mann. Ey, wir würden uns so schwer aktuell tun, Mann. Aber deswegen lasse ich ihn jetzt auch einfach mal sein Ding hier durchziehen. So, und dann machen wir hier nochmal Maschung. Eins. Bäh. So, Schlimmstes geschafft, Mann. So, und sie habe ich jetzt nämlich hier geil eingekesselt, Mann. Aber sie kann gar nicht mehr raus, Mann. Das ist nett. So, und jetzt, ich habe hier echt die bessere Position hier. Habe ich so das Gefühl. So. Alter, willst du mein Doromon angreifen, oder was, Mann? Armes Doromon. Wird da platt gemacht. Alle gehen auf das arme Doromon. So, gut. Kralle der Vernichtung. Wer will als erstes dran glauben? Dann machen wir Birdramon platt. Bam. Er ist so stark, Mann. Das war aber dumm. Ah, ne. Also, auch ein neutrales Digimon. Sehr gut. Sehr gut. Oh. Na, es ist ein Champion. Bam. Süß.
Süß. So, Zitose. Holen wir uns den da oben. Wir machen das Ganze relaxed, Mann. Zwei Züge, dann habe ich gewonnen. Zwei Züge am Stück bräuchte ich, dann hätte ich gewonnen. So, aber ihn mag ich nicht, Mann. Er hat einfach... Also, komm. Ich meine, Unimon ist stark, Mann. Ich weiß gar nicht, ob das ein Ultra-Digimon ist. Aber Ankylomon macht halt einfach viel zu wenig Schaden. Und Syakamon, ich weiß nicht, wie die auf die Idee gekommen ist, das Digimon mitzunehmen. Aber egal. Blubber! Nee, schwarze Blasen oder irgendwie so. Naja, und ihr wollt wirklich bei Hoodie sein, Mann. Aber nun gut. So eine Badass-Attacke, oder? Stimmt's mir dann nicht zu? So stark, Mann. So, ich könnte natürlich jetzt weggehen. Oder ich vernichte sie jetzt, Mann. Schaffe ich zwar nicht, aber wurscht. Das ist für Black Gatomon. So, wenn ich den jetzt erobere, nehme ich da, den einen Punkt. Dann fehlt mir noch ein Level 5 und den hole ich mir locker. So. Mich auf XP-Mon, wenn möglich. Natürlich, macht's immer meine schwächeren Dinge, Mann. Alter, das ist einfach mal mit Tagremon ein Tank ist, Mann. Ja, komm. Gib halt ein. So, jetzt haben wir gewonnen, Mann. Jetzt ist mir alles wurscht, Mann. Ach komm, Betäubung, Mann. Scheiß drauf. Giga Zerstörer, Mann. Das ist so geil, Mann. Wie der Brustkopf aufgeht, Mann. Und dann einfach so die Rakete auskommt. Das ist so ein Fades, Mann. Okay, komm. Nö, ich will eigentlich nicht warten. Eigentlich würde ich sie gern platt machen. Tu mal, oder? So, nehmen wir mal die Kralle. Auf den da. Superbudrumon. Bam. Ah, schade. Ah ja, das ist ja einer von diesen lustigen Skills, die tot bringen können, einfach so. So, ach, kannst du eine... Ach, Cardramon, du bist ja echt schlecht, Mann. Ja, komm, das ist mir auch wurscht, Mann. Wenn ihr keinen Bock habt, ich habe auch keinen Bock da mehr. Aber Cyberdrum, Mann, das ist einer von diesen lustigen Skills, die einfach tot bringen können. Also so eine 10%ige Chance, dass man mal einen Gegner trifft, tot hat. Ist natürlich geil, weil es können Gegner auch machen. Und dann stell dir vor, da kommt so ein Level 5-Ding und haut euch einmal und dann bam, tot. Insta-Kill. Ganz nett. Aber ist halt lustig, wenn man selber davon getroffen wird. So, Tötoromon. Kack drauf. Cyberdrumon managed es schon. Ja, es lohnt sich schon, ein Ultra-Digimon dabei zu haben. Ein klein bisschen zumindest. So. Ah, hättest du vorher besiegt, dann hätten wir eine Runde und sparen können, aber ist ja wurscht. Ich mag nicht gegen dich kämpfen. Geht's. Ich fliehe. Jetzt holt sie mir das Feld oder greift sie mich an. Ja, kannst du haben, ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Wir haben nämlich so oder so gewonnen. So, weil die beiden spawnen erstmal und ich hol jetzt mit. Und der Tiki-Roti holt's, Mann. Wer sonst, Mann? Ja, nicht so anspruchsvoll, Mann. Aber trotzdem hat mich schon mal gewundert, dass hier Ultra-Digimon hat. 6000 Punkte, Mann. Und wenn man tot ist, erhält man auch Erfahrung. Ach, das ist ja ganz nett. War auch nicht immer so. Impon gleich mal Level Max. Puh, wir haben ja verloren. Können wir eine Tasse Tee bekommen, bevor wir gehen? Wir sind hier nicht in deinem Teekränzchen. Oder etwa doch? Das wäre dann endlich erledigt. Gut gemacht. Warte. Du hast da was in den Haaren. Lass mich rausnehmen. Komm schon, stell dich nicht so an. Wenn es dir peinlich ist, wird es mir auch peinlich. Halte still, okay? Was ist denn das? Was hat es in den Haaren verloren? Es ist ein winziger Sende. Könnte eine Wanze sein. Wie lange war der schon dort? Ach, was frage ich dich? Du hast es ja nicht bemerkt. Es war kaum zu übersehen. Also hättest du es schnell gefunden. Das muss heißen, es war noch nicht dort, bevor wir ankamen. Es kann nicht einfach... Okay, das habe ich jetzt aus Versehen übersprungen. Egal, wie es dorthin gekommen ist, da war jemand am Werk, der dich oder Hoodie im Auge behalten wollte. Kannst du herausfinden, wer es war? Das kann und werde ich. Das Signal wurde wahrscheinlich blockiert, als ich das Ding übergefunden habe. Ich hoffe nur, das Übertragungsprotokoll ist noch vorhanden. Bei so einem kleinen Gerät ist gut möglich, dass es nicht gespeichert wurde. Mach dir keine Sorgen, überlass die Sache mir. Jedenfalls solltest du nicht so oft allein losziehen. Übrigens, das für dich. Dankeschön. Ich hatte einfach ein Wandzimmer. Was ist denn da los?
Ja gut, Leute, haben wir es auch geschafft. 2 Messages, yo. Oh, Cardoman ist aber lieb von dir. Und bevor wir jetzt weitermachen, würde ich sagen, machen wir erstmal wieder einen kleinen Cardoman. Beim nächsten Mal geht es ja weiter mit Cyberslife Actions. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.